So, vielen Dank, danke sehr. Hallo Nico, herzlich willkommen. Danke sehr, schön, dass ich hier sein darf. Genau. Vorausgeschoben, Nico Santos hat sich wirklich bemüht, zu uns zu kommen. Er ist eigentlich krank, aber nachdem wir heute unsere Pressekonferenz haben, morgen das Album erscheint, ja, hat er uns den großen Gefallen getan und dafür sind wir sehr dankbar. Danke sehr, Nico. Vielen Dank. Danke sehr, danke sehr. Heute stehen wir hier noch in der kleinen Half Moon Bar. In 4 Wochen ist es dann soweit in der großen Tollwood Musikarena. Mhm. Und wenn wir jetzt mal so ganz kurz in die Zukunft gucken, morgen kommt das neue Album raus. Was dürfen denn die Fans und vielleicht wir alle hier erwarten? Ja, ich glaube, in den letzten 3 Jahren, seit ich mein letztes Album rausgebracht habe, ist sehr viel passiert. Viele wunderschöne Höhen, aber auch ein paar Tiefen. Und ich glaube, das ist schön, dass man Musik machen kann, dass man ja, quasi wie so ein Tagebuch schreiben kann, was mit Musik untermalt ist und das ist alles drauf. Da sind wir doch schon sehr gespannt drauf. Am 28. Juni bist du dann bei uns. Auf welchen Songmoment freust du dich denn in der Tollwood Musikarena am meisten? Von meinen Songs jetzt? Von deinen Songs mit den Fans in der Musikarena. Ich glaube, das Schöne ist, jetzt für diesen Toursommer haben wir eine komplett neue Show extra gemacht. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt super, super viele Specials. Ich habe einen sehr, sehr tollen Choreografen von Justin Timberlake. Den habe ich in die Gruppe geholt. Der kommt auch aus München und der ist auch dabei. Und der hat quasi das geschafft, dass wir als Band alle zusammen auch ein paar Special-Momente haben. Und das habe ich so vorher auch noch nicht gehabt. Das ist, wir haben jetzt 2 Konzerte gehabt bis jetzt und die waren wirklich mit Abstand unsere Lieblingsshows bis jetzt. Und deswegen, ich freue mich sehr drauf. Es wird auch, glaube ich, hier sehr, sehr wild. Da sind wir doch jetzt auch schon mal sehr gespannt. Du warst jetzt gerade mit Sing My Song, dem Tauschkonzert, in Südafrika, da war Johannes Oerding da, wir haben vorhin aber auch schon drüber gesprochen, Alvaro Soler hat auch schon ein bisschen was so aus seinem Tollwood-Erlebnis berichtet und du hast aber auch ein eigenes Tollwood-Erlebnis schon. Ja genau, also das Schöne ist, ich glaube ich war 13 oder 14, da war ich das erste Mal hier in Tollwood und habe mit meiner großen Halbschwester sind wir hier durch die Gassen gelaufen, haben die ganzen Kunstsachen, Kunstelemente und auch natürlich viel gegessen. Und ich glaube, an dem Tag hat auch Fanta 4 gespielt, da haben wir so reingeluschert und das war echt sehr, sehr schön. Und seitdem ist mir irgendwie, ich glaube auch dieser, also weil der ganze Tag damals für mich ein unfassbares Erlebnis war, ist im Gedächtnis geblieben. Und letztes Jahr hat Alvaro hier gespielt. Und er meinte zu mir, das war sein schönstes Konzert im letzten Jahr, im Sommer. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber, aber also auf jeden Fall, es hat super, super viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, wie er von der Bühne kam und auch mein Percussionist spielt auch bei ihm. Und die meinten alle beide, ey, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Seitdem und seit ich weiß, dass ich hier auch spiele, ist da auf jeden Fall auch eine große Energie, die dahinter steht, jetzt hier jetzt auch zu spielen. Das freut uns natürlich sehr. Du bringst jetzt aus der Tauschkonzert-Crew auch Ali Neumann mit. Wie kam es denn dazu? Ja, Ali Neumann, eine begnadete Musikerin und wir haben, ich glaube, das war dann abends, irgendwann nach einer Show in Südafrika, hat sie mich gefragt, ey, wenn du irgendwann mal einen Support brauchst oder so, Nico, bin ich am Start. Und meinst du es ehrlich jetzt oder? Also willst du wirklich, ne? Und dann meinst du, ey, das ist doch cool, dann vermischt man auch viele Stile zusammen und ich fand das super, super spannend und ja, ich finde sie eine begnadete Musikerin und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch nochmal unser Backstage auf jeden Fall auch nochmal aufpolieren. Sie ist eine super, super, super quirlige, aber unfassbar nette Person. Und ich freue mich sehr, dass sie auch hier in Bayern ein paar Mal mit dabei ist. Auch in Neumarkt in der Oberpfalz spielt sie mit mir. Und aber vor allem hier in Tollwood, das wird, glaube ich, echt sehr cool. Sehr schön. Wir haben vorhin schon über unser Line-Up gesprochen. Ich weiß, es gibt so 2 Konzerte, glaube ich, die du dir vielleicht aussuchen würdest. Mehrere. Aber wenn es, wenn, also, also
Ich finde das Line-Up aber wirklich dieses Jahr echt super, super toll. Da gibt es Aileva und Fanta 4 sind ja sogar zweimal da. Aber wenn ich mir zwei aussuchen würde, dann sind das einmal Jacob Collier. Mhm. Ich folge ihm schon seit Ewigkeiten und ich glaube, einer, das ist für diese Musikliebhaber, glaube ich, ein ganz, ganz großes Erlebnis. Der macht ja aus dem Publikum selber einen richtig wunderschönen Chor. Und SCP. SCP, einfach die Jungs und vor allem Vincent Stein, der hat mich quasi nach Berlin gebracht. Ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt Musik mache. Vincent, mit ihm habe ich die meisten Songs sogar zusammen gemacht. Und ja, die machen eine Party. Das macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Also wir finden sicher noch einen Platz bei dem Konzert. Kein Problem. Herzlichen Dank. Nico Santos wird nach der Pressekonferenz noch für Gespräche zur Verfügung stehen. Das heißt, lassen Sie sich Zeit, wir sprechen hinterher noch. Cool. Super. Danke sehr. Dankeschön. Vielen Dank.